Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Ja, wir sollen für Larry jetzt erstmal irgendwie ein bisschen was zu Dingens finden. Oh, hier ist eine Essensbox. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Okay, schade. Ich würde gerne noch mal ein, zwei Worte mit Clementine wechseln, um zu hören, wie es ihr geht. Hey there. Hi. So, kann ich dir helfen? Can I, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, erstmal gehen wir weg. We'll sit tight. Okay. Wir sollten uns besser kennenlernen, hört sich irgendwie auch ein bisschen falsch an. So, dort ist ein Geldautomat. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Geld gebrauchen könnten. Hier haben wir einen Energieriegel. Vielleicht können wir den einfach der Clementine geben. Das ist immerhin besser als gar nichts. Dann hat die Kleine was zu beißen. So. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. So, okay, wir haben uns um Clementine gekümmert. Hier haben wir noch einen Energieriegel. Vielleicht sollte ich selbst auch noch mal mir einen Energieriegel reinpfeifen. Weiß ich aber jetzt nicht so genau, wie das geht, ehrlich gesagt. Kann ich irgendwie mir selber... Ich kann das mir ja auch nicht anklicken da drüben. Okay, nee, keine Ahnung, wie das geht. Ich würde gerne noch mal hier durch die Reihen schlendern. Ist hier noch irgendwie etwas von Interesse? Nein, scheint mir nicht so. Ich könnte noch mal mit Lilly reden. Hier ist das Büro. Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Alive Inside. Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war, muss ich mal ehrlich gestehen. Was ist das für ein Raum hier? I can't think about them in here. Scheiße. So, Clementine ist uns sogar gefolgt. Hier ist ein Regal, was hier liegt scheinbar. So, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Da könnten wir doch mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht haben wir da irgendwie etwas drin, was uns weiterhelfen könnte. Okay, wenn ich mir das anschaue. Okay. Also scheinbar wird... Ne, scheinbar ist da wirklich nichts drin. Okay. So, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Hier auf dem Boden. Das Bettzeug könnte ich mir untersuchen. Das Foto. Okay, schau es dir doch mal an. Ja, auch hier wieder eine glückliche Familie, scheinbar. Ja. Das waren die Eigentümer wahrscheinlich von diesem Drogerieladen hier. Ach, das war... Find anything? Ach, das ist meine Familie. Nur ein Foto. Just a picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Nein. No. I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Okay. Kann ich dir vertrauen? How can I trust you? You can't, I suppose. But you don't have many other options. Scheiße, Clementine hat's jetzt natürlich auch gehört. Oh nein, ich hoffe nicht, dass sie jetzt irgendwie Angst hat vor uns. Sehen die da draußen für dich okay aus? Everyone out there seem all right to you. Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. So, okay.
Ich sollte jetzt ja eigentlich... I'm gonna keep looking around. Okay. Ich sollte jetzt eigentlich mal mich um Dingens kümmern. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie was ist. Ich könnte ja mal hier... Okay, hier geht's zur Alley. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo was ist, oder? Hier oben. Ah, hier ist doch noch ein Schreibtisch. Schaut mal. Was sich da so hinter befindet. Was ist das denn? Oh ja, das ist nützlich. Das kann man bestimmt noch mal als Waffe benutzen. This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. So, was war jetzt hier noch drin? Im Schreibtisch, da war noch... This door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. So. War ein ganz schöner Schreck, oder? Things have been scary, huh? Yeah. It's not good. I don't know why everyone is crazy. Neither do I, Clementine. Nobody does, I don't think. I bet my dad does. Okay, here we go. Wie so ein kleiner Hulk. Do you have kids? No. You don't have a family? Warte, lass uns nicht darüber reden. Was machen deine Eltern? What do your parents do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like, social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Aufgewecktes right, Mädchen. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall schon mal rein. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Ich hoffe nicht. Es ist schon kompliziert genug. Oder ich würde es ihnen nicht verübeln, könnten wir sagen. Ich sage natürlich, ich hoffe nicht, ich will die Kleine nicht verunsichern. I hope not. It's just complicated, that's all. Why? It just is. But you love them, right? Yeah, of course. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Ich bin kein gemeiner Typ. I'm not a bad guy, okay? Things happen and we didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Ow! Oh, jetzt hat sie sich doch noch ihr Finger. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Okay, wir haben ja hier zum Glück einen Erste-Hilfe-Koffer. I'll find you a bandage. Dass wir ihr Pflaster dann zumindest irgendwie die Wunde irgendwie mit dem Pflaster zusammenflicken. Dann können wir nämlich immerhin sicher sein, dass falls sie mal irgendwie mit Blut von einem Beißer in Berührung kommt. Ach, schaut mal, da oben kann ich auch noch was machen. Wenn sie mit dem Beißer in Berührung kommt, dass wir sicher sein können, dass das Blut vom Beißer nicht irgendwie in ihre Blutbahn gerät. Das wäre natürlich ziemlich scheiße. Wir wollen ja nicht, dass die Kleine sich verwandelt. So, was soll ich jetzt machen? Pflaster raufpacken. Let's get this cut covered up. Yes, please. So, sieht doch schon gut aus. Tapferes Mädchen. Lee? So. Ja? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Sie werden uns finden. They'll, track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way.
Stay close to me until then, okay? Okay, ja, nur doof, dass dein zweites Walkie-Talkie ja der Glenn mitgenommen hat. So, was haben wir denn jetzt da drin? Da war eine... Ah, vielleicht können wir dort ein paar nähere Informationen sammeln. Obwohl ich eigentlich... Das ist doch der Fernseher. Nee, ich will den eigentlich nicht unbedingt anschalten. Das wird die Kleine, glaube ich, nur beunruhigen. Das sollte ich machen, wenn sie weg ist, denke ich. So, ich würde dann mal sagen, wir gehen mal eben hier einen Blick in die Apotheke. Ich werfe erstmal einen Blick rein. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Ja, du solltest eigentlich erstmal durch diese Glasdingens da. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Shit, jetzt muss ich auch noch Schlüssel finden, ey. So, wo könnten die Schlüssel sein? Ich hoffe nicht hier im Bettzeug. Parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Or a protector at least. So, wo könnte der Schlüssel sein, Leute? Also Fernsehen werde ich auf jeden Fall nicht anschauen. Die Gründe dafür habe ich euch schon genannt. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die... Ich hoffe, die Kleine kommt mit. Okay. Ich könnte mir vorstellen... Ja? Ja? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Scheiße. Nein, war er nicht. No, he wasn't. Oh, was he bad? He was. Ich will die Kleine nicht belügen, gerade wo sie jetzt Vertrauen zu uns aufgebaut hat. So, ich könnte mir vorstellen... Ah, hier ist noch ein Energy-Riegel. Den geier ich mir auch nochmal. Haha, wer genug zu essen hat in der Zombie-Apokalypse, der hat natürlich einen Vorteil. So, ich denke mal, dass hier irgendwo der Schlüssel sein könnte. Ach so, hier ist die Dingens. Hier ist der Tresen. Ich denke mal schon, dass sind hier... Hey there, this is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay, ich würde nur noch schnell gerne... Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit vertrödeln. Und die Kleine muss ich dann auch schon wieder alleine lassen. So, hier müsste doch irgendwo der Schlüssel sein. Da ist noch ein Energy-Riegel. Den geier ich mir auch noch. So, wo ist der scheiß Schlüssel? Hier irgendwo, hätte ich ja gedacht. Hier ist doch der Tresen. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Komm ich hier nicht irgendwie rein? Hier, komm mal hierher. Komm mal hierher. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo dieser scheiß Schlüssel sein. Was haben wir denn hier? Essensbox. Ah, ne, die habe ich schon mal untersucht. Zeitungen sind dort noch. Ah, das ist doch nicht normal. Hier muss doch der scheiß Schlüssel irgendwo sein. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. Ah, okay. Was haben wir da hinten? Eine Pinnwand. Vielleicht steht da auch, wo sich der Schlüssel befindet. Wäre aber ziemlich doof eigentlich, oder? Wir packen sowas an die Pinnwand. Übrigens, der Schlüssel ist dort und dort. Grußkarten. Untersuchen Fotos. Familie. Kein Bild von uns scheinbar, oder? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Schade, Schokolade. So, was haben wir dort noch? Zeitungsausschnitte. Auch hier sind noch ein paar Fotos. Wartet mal. Try to get some rest, hon.
How can I with those things out there? So, okay. So, kann ich ihm nicht irgendwie sagen, ich gebe ihm mal einen Energy-Riegel? It's not much, but here, for the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. So haben wir uns dann mal wieder ein bisschen Freunde gemacht. Wir selbst haben ja auch schon Riegel gefratzt. Ich weiß nicht, irgendwie, ja, komme ich hier scheinbar nirgends hinter. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns halt auf den Weg und helfen dem Glenn erstmal ein bisschen. Dafür muss ich jetzt mir gleich die... Wie hieß sie nochmal? Oh, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Die Carleen, oder wie hieß sie? Carly, okay. Dafür schnappen wir uns gleich die Carly. Wir könnten sie natürlich auch nochmal mit einem Energy-Riegel bestechen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir dem Glenn zur Hilfe zu eilen. In diesem Sinne, an dieser Stelle gibt es erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.